Seid ihr schon da? Hi. Zu einer neuen Folge von L'Humeur. Ja, einiges passiert. Mal wieder. Wir haben wieder 4 Wochen nicht gedreht. Zwei. Zwei? Echt? Wir sind eigentlich im Rhythmus. Ja, okay. Nee, wir sind nicht im Rhythmus. Wenn wir im Rhythmus wären, würden wir dieses Wochenende posten. Machen wir auch. Okay. Also ihr habt gehört, wenn Sonntag den... Sonntag den... Warte, wir sind noch drin. 26. Sonntag den 26. nicht kommt, ist das denn auf jeden Fall dran schuld. Einiges passiert. Christopher hat seine Schiene verloren. Also, was heißt verloren? Die haben sie mir rausgezogen durch meinen Schnuller. Das war extrem scheiße. Und die betäuben dich. Und da ist dein ganzer Unterleib taub. Unglaublich ekelhaft, wenn du... Nee, ich will nicht drüber reden. Da. Dann Ekel-TV. Da wären wir wieder gesperrt, bestimmt. Ja, auf jeden Fall bin ich aber seit Montag, heute ist Freitag, seit Montag wieder komplett einsatzbereit, komplett fit. Nach dem Video, also wir haben das letzte Video Montag gedreht. Dienstagnacht bekam ich Schüttelfrost. Mittwoch war ich beim Urologen. Donnerstag im Krankenhaus, weil ich so einen Krankenhauskeim hatte. Vermutlich durch den Schlauch, wo man den Urinschlauch, Alter. Unglaublich, so ein Krankenhauskeim, keine Ahnung wie der hieß. SARS wahrscheinlich, SARS 29, 68, 69. Der hat mich so dahin gerafft, also das wollt ihr auf jeden Fall nicht wissen. Aber wir stellen euch heute das Frankreich-Projekt vor und ich finde es mega geil. Viele, die das jetzt mal wieder schon lange, also ich sage das jetzt immer, die das schon lange verfolgen. Auf jeden Fall, die so, mich so schon ein paar Jahre kennen. Ich mache das ja wirklich jetzt schon einige Jahre, seit 10, denke ich. Die wissen, dass meine Autos ja nie so extrem von Grund auf da krass sind. Aber bist ja jetzt ein bisschen alt und da wird man auch ruhig und so. Und ich will ein geiles Auto und ich will das von null auf gebaut haben. Und will jede Schraube kennen und sagen, ich habe das gemacht und ich freue mich darüber. Und das stellen wir euch jetzt vor. In dem vorletzten oder davor dem Video, auf jeden Fall hatten wir eine Fragerunde und da hat mich jemand gefragt, warum machst du nicht BMW? Und da habe ich gesagt, weil ich mich mit den Leuten, die BMW machen. Das ist übrigens Mike. Mike hat heute Falten, also heißt er Aufhaltstag und muss bitte hier sauber machen. Falls das denn das zu laut wird, dann gehen wir einfach raus. Wir haben ja noch ein anderes Auto, was wir heute mal abfilmen könnten. Ja, auf jeden Fall hat jemand gefragt, warum nicht BMW? Und da habe ich gesagt, dass ich mich mit den Typen, die BMW fahren, nicht auf eine Stufe stellen will. Ich habe keine... Ich muss jetzt anders formulieren. Nee, ich sag's nicht. Da gibt's wieder Ärger. Auf jeden Fall bin ich nicht Murat und habe auch keine glänzenden schwarzen nach hinten gegebenen Haare und keine Fake-Rolex. Obwohl ich mir eigentlich eine Rolex kaufen wollte, weil ich Angst hatte, wegen Corona, bla bla bla, gell, was kauft man. Und ich habe aber sehr, sehr viel Geld, für meine Verhältnisse extrem viel Geld, für Schrott ausgegeben. Gehört auf jeden Fall mit zu den teuersten Autos, die ich bis jetzt gekauft habe. Also oder wenn man das am Ende zusammenzieht, ist es definitiv das teuerste, was ich bis jetzt gekauft habe. Aber ich bin glücklich. Tito, mach Platz! So, ich muss den Hund mal kurz wegtun. Der hat ein bisschen genervt. Aber der hört mich jetzt reden, da kommt er bestimmt eh gleich wieder. Ja, auf jeden Fall. Kleinanzeigen, bla bla bla, durchgeguckt. Und mit einmal siehst du, da hat jemand angefangen, an dem E30 irgendwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, E30 ist schon okay. Gell? Mich stören halt einfach die Motoren, die es da original gab. Aber wenn man da halt was Richtiges reinmacht, dann ist es halt schon ein geiles Auto. Und jetzt stellen wir euch das auf jeden Fall vor. Wie ihr seht, also ich habe das auf der Seite nur jetzt fürs Video schnell zusammengesteckt. Der geht ja, ist ja Playmobil-Auto. Ich lasse es mal runter. Oder stört es nicht? Stört es nicht. Hoffentlich stört Mike nicht.
Es ist auf jeden Fall ein E30, an dem die letzten drei Wochen echt viel geschweißt wurde. Okay? Nicht von mir. Also ist wieder dumm, wenn ich jetzt sage, ich will das Auto von null gemacht haben, aber warum sollte ich irgendwelche Karosseriearbeiten machen, wenn ich das zwar irgendwie machen könnte, aber es jemand anders ja weitaus besser macht und ich dann einfach für den was mache, was ich vielleicht ein bisschen besser kann als andere. Blasen. Ich weiß nicht, ob ich gut blasen kann. Aber Frauen denken auch immer, sie können gut blasen und wollen dich davon überzeugen. Ich will niemanden davon überzeugen, dass ich gut blasen kann, aber ich glaube, ich könnte. Aber ich habe auch keine Lust drauf, irgendjemand einzublasen, oder? Obwohl, so kleine Dinger, die sind recht schnell gelutscht eigentlich. Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen leeren Motorraum von einem BMW E30. Da habe ich jetzt ein paar Dichtnähte erneuert. Das finde ich recht blöd, dass du bei BMW eine nicht korrodierte Oberfläche hast und kratzt quasi ein Stück Dichtnaht weg und mit einmal ist drunter Rost. Bei VW und Audi kenne ich das jetzt nicht. Bei BMW kenne ich das jetzt schon. Also habe ich so gut wie alle Dichtnähte entfernt. Eine Woche lang und habe das jetzt ein bisschen nur grob grundiert, dass es halt so lange, wie das Auto nicht beim Lackierer ist, nicht rostet. Ja. Willst du mal hier drüber filmen? Ich habe jetzt extra die originale Stoßstange reingesteckt und diesen originalen BMW M3 Blechkotflügel, der sogar noch den BMW Aufkleber hat. Ne, auf der Seite habe ich ihn abgemacht. Hab die Löcher gebohrt für die Halterung. Der original BMW M3 Schweller, hat eine originale Tür von einem nicht M3, aber dafür eine originale BMW M3 Seitenwand links und ein Innenradhaus vom BMW M3 aus Kevlar und das finde ich recht cool. Okay. Ich bin froh, dass das jetzt soweit ist, dass es soweit steht. Das war schon Arbeit, vermutlich, und ich denke, das Auto wird nie fertig. Also, es ist gut, dass wir das jetzt vorstellen und die Leute werden dann immer fragen, was macht eigentlich der hässliche E30, wo ein bisschen einen auf M3 machen wollt. Ja, der wird wahrscheinlich nie fertig, weil Christopher das nicht hinkriegt. So, dann haben wir neues Heckblech, auch vor Facelift. Passend zum M3. Dann haben wir hier drüben genau das gleiche. Ja, also eine originale Seitenwand. Die rechte ist auf jeden Fall schwieriger zu bekommen als die linke. Also Beifahrerseite ist bei Autos immer schwierig zu sagen, rechts oder links. Bei Menschen ist das einfacher, wenn du sagst, der ist rechts, der ist links. Die linken sind cool, die rechten sind scheiße. Und das ist auf jeden Fall eine rechte Seitenwand, weil die ist scheiße zu bekommen, okay, weil die gibt es nicht mehr so oft, aber die das Video gucken, die sagen, oh, gar kein Problem, gehst einfach zu BMW und bestellst. Jeder, der einen BMW E30 M3 nachbauen möchte, geht einfach zu BMW und bestellt das, total easy, gar kein Problem, morgen ist es da. Ja, ich kenne mich eigentlich nicht aus mit BMW, finde das nur optisch cool und habe gesagt, Mensch, komm, das machen wir, okay, also Lars hat eigentlich gesagt, Dominik, die haben gesagt, komm, das machen wir, ich habe gesagt, okay, ich finde das optisch extrem geil und alle, die so ein Ding haben, sind total abgehoben oder haben das irgendwie als GFK. Und wenn ich das habe, dann bin ich definitiv immer noch ein Spast. Nur halt einer, der so ein M3 halt in die Fresse haut oder so ein Replika M3 in die Fresse haut. Aber ob das jetzt Replika ist oder nicht, das wird am Ende eh keiner sehen. Gell? Woran? Ist ja alles original. Und ja, ich will das halt so ordentlich wie möglich machen. Aus dem Grund halt, wie gesagt, Schweller neu. Hier unten die Ecken waren durch. Überall hier Blech, da ein Blech. Das kennen halt die BMW E30-Fahrer wahrscheinlich. Die kennen ja ihre Autos und sagen, da und da rosten die. Ich will das jetzt, wenn das eher einmal soweit ist, dann muss das so sein, dass es auf jeden Fall nicht rostet. Okay. Ich kann das jetzt mal von unten angucken, da kann Mike auch weitermachen.
ja, wir haben überall ein bisschen angefangen. Die Vorbesitzer haben da überall ein bisschen angefangen. Manches eher schlecht als recht, aber das macht wahrscheinlich jeder. Das ist auch so, wenn du quasi eine Frau kennenlernst und weißt, okay, pass auf, das, was ich gerade lecke, das hat vor 2 Wochen noch jemand anders geleckt. Dann sagst du halt auch mal wahrscheinlich, der leckt das auf jeden Fall nicht annähernd so gut wie ich. Ja. Ist halt wahrscheinlich so. Aber es waren ein paar Sachen, die haben mir nicht gefallen, die haben wir anders gemacht. Und jetzt ist es eigentlich gut so. Hier unten ist alles blank geschliffen worden mit dem Drahtigel. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Da habe ich dann die Dichtnähte neu gemacht, gell, zum Teil. Die sind jetzt nicht so schön, einfach weil die nur dicht sein sollen und keinen optischen Zweck erfüllen, weil das Getriebe ja hier reinkommt, im besten Fall irgendwann. Aber die anderen, sage ich mal, im Rathaus, die habe ich schon so, die sind schon in Ordnung. Da kommt jetzt nochmal, die Lackierer werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, weil ich keine Ahnung von dem habe, was ich erzähle. Da kommt 2K EP, eine 2K EP-Grundierung drauf, wegen Rost. Die wird dann entweder nass oder geschliffen zwischendurch. Und dann kommt da normaler Füller drauf, dann wird der auch nochmal geschliffen. Und dann wird das Auto halt irgendwann lackiert in der Farbe, wie es werden soll. Die Farbe, die ist mir bis heute jetzt noch nicht so ganz schlüssig. Gell? Es gibt ja jetzt wieder so ein paar Leute, die das bauen. Und da will man ja nicht irgendwie der sein, der es nachmacht. Weiß fände ich cool, aber nur wenn es beklebt ist. Mit so DTM-Beklebung. Ich will aber eigentlich nicht mit so einer beklebten Karre rumfahren, weil das sieht immer aus, als würdest du da irgendwie das da übelste auf Aufmerksamkeit ringen. Rot, ich tendiere zu Rot. Alexandra sagt, Rot ist komplett scheiße, außer auf Rückleuchten. Weil Rot so mackermäßig aussieht, da muss ich den ganzen Tag Porter Louis hören. Ja, Porter Louis, Louis, Louis. Kennst du nicht, gell? Das ist von hier Dirty Dieter. Dirty Dieter, Dieter, Dirty. Ja, auf jeden Fall wäre noch das so grün, wie After Eight grün, so Goodwood grün. Das finde ich vielleicht cool. Heißt das bei BMW? Keine Ahnung, wie das da heißt. Ja, auf jeden Fall überlege ich mir das noch und dann geht das zum Lackierer jetzt die nächsten Tage, weil es ist eigentlich soweit durch. Ich habe noch 2-3 Dellen gesehen, die werde ich vorher noch bearbeiten und rausmachen. Das ist eigentlich gerade meine Arbeit, aber ich habe das jetzt auf der Seite nur zusammengesteckt, damit wir es halt besser abfilmen können. Das ist dann 2 Minuten wieder auseinandergerissen. Ja. Wie gesagt, also das wird kein teures Auto, gell, viele sagen immer so ein M3, ne? Das ist ja nie ein M3, das sieht halt einfach nur aus wie ein M3. Und warum macht man das? Sicherlich kann man sich auch ein M3 kaufen, es gibt gerade in England einen, sogar mit Linkslenker. Ein echt gutes Auto, das kann man sich kaufen, wenn man extrem viel Geld ausgeben will und will danach einen Vierzylinder fahren. Ich will definitiv keinen Vierzylinder fahren. Und aus dem Grund habe ich quasi Schrott gekauft und wir machen da viel mit, also viel Arbeit stecken wir da rein und ein bisschen Geld. Und dann kann man da auch einen 6-Zylinder-Motor reinstecken, im besten Fall mit offenen Trichtern, dass der vorne immer so Kinderfinger ansaugt, wisst ihr? Das macht mich so an, wenn das so... Das ist krass. Ja, dafür haben wir so einen S50 B30 Motor. Das ist jetzt nicht das Endkrasseste, was man da reinstecken kann. Aber ihr denkt jetzt, warum hat Mike aufgehört mit Fußbodenreinigung? Das liegt daran, dass das Gerät so laut ist, was ich dann... Ja, das ist so ein S50 B30 Motor. Die BMW, die Typen, die bei BMW arbeiten und Teile verkaufen, die sagen dazu, wenn du sagst, na, ich habe hier so einen Motor, so und so ein Auto, bla bla bla, ich brauche dafür das und das Lager, dann sagen die, never change a running system. Okay? Also, an dem Motor geht nie was kaputt, sehe ich halt anders. Oder
sehen halt manche anders, deswegen müssen wir das auch aufmachen. Ja, also ich nicht. Ich warte, bis es hier jemand abholt. Es wird jemand abholen und wird sagen, pass auf, Christopher, ich habe das und das gewechselt. Das Ding werden wir einbauen und dann wird es funktionieren. Aber am Ende wird es ja eh funktionieren. Ja, also wenn jemand Bock hat auf den Kabelbaum und der da drin liegt und funktioniert, was ich halt nicht hinkriege. Okay, das wird aber irgendjemand machen wahrscheinlich. Dann wird es cool sein. Ja, es sieht hier ein bisschen wild aus. Dann habe ich mir überlegt, ich habe keine Ahnung von BMW. Ich weiß, das ist so ein paar Sachen, weiß ich. Gell? Auf jeden Fall, dass es im Gegensatz zum Rallye Golf ein Schiebedach haben darf. Das weiß ich. Und das finde ich auch gut so, obwohl ich die Schiebedach-Scheiße echt hasse. Deswegen brauche ich auch einen Schlachter, weil ich habe da, glaube ich, 1-2 Zahnräder auszusehen verloren. Dann habe ich ein paar Felgen geholt. Okay. Kann ich euch auch zeigen. Ist der total bescheuert? Warum macht der was mit Porsche-Felgen? Ja, weil ich Porsche-Felgen auf dem BMW cool finde. Ja, das kann man so draufwerfen und dann muss man die Innen ein bisschen aufdrehen und in die Bremsscheibe und das Ding dahinter statt den 120er Lochkreis einfach 130er Lochkreis reinmachen. Das wird auf jeden Fall passen. Und oder wir adaptieren, aber ich glaube nicht, dass wir adaptieren, weil wir wollen das Rad ja so breit haben wie möglich. Mal gucken, wie das wird. Dann gibt es dafür Außenbetten. In 18 Zoll und wie das aussieht, hat jeder schon mal gesehen. Das gibt es ja auf sämtlichen Porsche mittlerweile. Ich will das halt unbedingt mal probieren. Ich will das halt auch unbedingt mal gemacht haben. Ein einteiliges Rad auf dreiteilig umbauen und wir sind hier im Osten, da muss es halt einfach gehen. Machen die Pappkrockers, denke ich. Oder Nick Traxler. Der guckt bestimmt alles Video und sagt, oh, der hat meinen Namen gesagt, der hat meinen Namen gesagt, geil. Ja, auf jeden Fall, irgendjemand wird es machen. Und wenn das scheiße ist, dann haben wir halt einen Porsche, wo wir 18 Zoll Telefonfelgen draufstecken. Und dann muss ich halt hier doch, ich glaube TRX heißen die Felgen, die keine Zollgröße haben. Das war von BMW so eine... Wie Audi Packsystem PAX, das gab es auf dem Audi A8. Da hat der Reifen keine Zollgröße, sondern eine Millimeterangabe und hat so Platten drin, dass du dich nicht platt fahren kannst. Und ich glaube, das hatte BMW damals für keine Ahnung welche Baureihe. Auf jeden Fall kann man da die Felgenstange rausnehmen und kann die auf 17 Zoll bauen. Das sieht das aus wie BBS RS, nur halt ohne Geld. Und ohne Geld passt ja zu mir und BBS RS Nachbauten auch und 17 Zoll sowieso. Mal gucken, wie gesagt, mal gucken, wie das Auto wird. Ich finde das cool. Wer das nicht cool findet, der findet es halt nicht cool. Ich finde es schwierig, die Teile zu finden, die man braucht. Aber wie gesagt, es wird ja genug so neureiche Kinder jetzt geben, die das gucken und sagen, das ist überhaupt kein Problem, du gehst einfach zu deinem vertrauenswürdigen BMW-Händler und der gibt dir alles. Ja, könnt ihr ja machen. Macht jeder, wie er denkt. Ich probiere das einfach. Wie gesagt, wenn es nichts wird, dann wird es nach dem Lackieren einfach verkauft. Es wird eh jemand kaufen. Oder ich muss es verschenken. Das wäre dumm. Dummes Zeug mag ich eigentlich. Ja, mal gucken. Ich fände es schon gut, wenn wir das nächstes Jahr zum Wörthersee bewegen. Mike heiratet. Muss ich noch mal ganz kurz erzählen. Mike heiratet ja und wir haben das Auto geholt mittlerweile vor, oder den Schrott geholt vor 5 Wochen. Ach, 7 Wochen. Vor 7 Wochen haben wir das geholt. Und jetzt war es 3 oder 4 Wochen beim Corsa. Ja, das passt so. Es hat erstmal eine Woche hier gestanden oder zwei, bis da jemand sich durchgerungen hat, da anzufangen. Dann hat es jetzt gedauert, bis das alles geschweißt war. Jetzt ist es eine Woche hier. Seit Montag bin ich fit, jetzt eine Woche hier. Ja, so setze ich das zusammen. Auf jeden Fall hat Mike bei Kleinanzeigen gesehen, hey, der verkauft ja den SEC. Hat gefragt, Christopher,
wir wollen den SEC als Hochzeitsauto nehmen. Wie hast du das gedacht? Dann habe ich gesagt, Mike, beruhige dich. Ich habe einen richtig krassen, coolen E30 gefunden. Den kaufen wir, machen den innerhalb von 4 Wochen fertig und dann machen wir damit die Hochzeit. Also vor 4 Wochen, also in 4 Wochen, wäre vor 3 Wochen gewesen. Vor 3 Wochen war er noch nicht ganz fertig. Mike, was denkst du, wann wird das Auto fertig? Wann polierst du das Auto? Vielleicht nächstes Jahr mal, wenn wir uns ranhalten. Also die Leute, die lackieren und alles. Ich denke Weihnachten. Meinst du Weihnachten? Wir können das Ding natürlich auch jetzt für die Hochzeit nehmen. Da machen wir die Achse rein und suchen jetzt über das Video noch ein paar Leute, die schieben. Ja, nee. Wir nehmen schon den 500er, das ist eine coole Karre. Das Auto steht nicht mehr hier, weil, schönen Gruß an Shogi, der hat sich mit dem Fahrwerk beschäftigt. Da haben nämlich die Dämpferaufnahmen gefehlt, weil TAA die falschen geschickt hat damals vom Strich 8er. Und der hat wohl eine minimal andere Achse. Deswegen hatten wir keinen Bock mehr drauf. Wie gesagt, ich muss aber dazu sagen, wir haben den SEC eine Woche lang gemacht. Holen, eine Woche und dann Messe. 2 Wochen mit Lack. Ja, genau, 2 Wochen mit Lack, ja. Aber wie gesagt, da hatten wir dann. Wir haben abends 2-3 Mal probiert, oder? Was beim Hamburg? Ja. Wir haben erst vorne reingesteckt, wo ich dann natürlich eine Schraube zurecht habe, weil ich übereifrig war. Nee, du hast die Feingewinde muttert auf Grobgewinde gemacht und die Grobgewinde muttert auf Feingewinde. Ja, ich habe ein bisschen was verdreht und dann haben wir versucht hinten reinzubauen, ein paar Mal. Aber das hat nicht funktioniert. Das ging nicht. Nee, das war auf jeden Fall scheiße, das hat nicht gepasst. Shogi hat sich jetzt drum gekümmert und jetzt fahren wir mit dem Ding Hochzeit. Und der E30 ist nicht ganz fertig geworden, aber ich denke, ein realistisches Ziel ist Wörthersee 2028. Da weiß ich nicht, ob ich bis dahin, ob ich da noch eine Werkstatt habe. Wollen wir jetzt den Porsche, jetzt habe ich ja eigentlich alles erzählt. Ja, wir haben einiges erzählt jetzt zu dem Projekt, zu dem Auto. Viele sagen, wird eh nicht fertig, viele sagen, habe ich schon 3-mal gemacht. Die gesagt haben, habe ich schon 3-mal gemacht, die können gerne vorbeikommen und können mitmachen. Gar kein Problem. Ja, und ich habe jetzt so ein bisschen Druck weiterzumachen, weil ich kann mich ja nicht im Internet vor 763 Zuschauern komplett zum Eimer machen. Stell dir mal vor, du gehst irgendwann in den Globus einkaufen aus Versehen, weil du Pfirsichsaft brauchst oder Mandarinsaft oder Ananassaft, weil du was vorhast. Und dann kommt einer und sagt, ey, das ist der Spaß, der den M3 Nachbau Schrotthaufen nicht fertig gemacht hat. Wir haben alle Teile fast, außer den Original-Heckscheibenrahmen und die Innenradkästen. Die Innenradkästen sind aus Kevlar, der Heckscheibenrahmen ist aus Carbon. Innenverkleidungen sind auch aus Carbon. Jetzt wird wahrscheinlich irgendein TÜV-Mann sagen, das kann man niemals abnehmen, das ist nicht bruchsicher. Ja, heul einfach, es wird eh jemand abnehmen. Es nimmt immer alles jemand ab. Außerdem, wenn so ein Auto fertig ist und es ist jede Schraube ordentlich und jede Leitung ist geil, dann kannst du das ja nur als TÜV-Mann, dann kannst du nur sagen, Alter, das ist krass, das hat knapp 300 PS. Das klingt massiv geil, das muss ich einfach abnehmen. Oder? Jetzt mal im Ernst. Das ist doch hundertprozentig, ey. So, und jetzt zeigen wir euch was Cooles und sehen uns gleich wieder. Nachlaufen lassen müsste. So, wir haben es extra endlich geschafft.
den Porsche fertigzustellen. Alexandra fährt schon bitte damit. Es ist wirklich gut geworden. Ja, also es war nicht viel Arbeit. Vielleicht kriegt das den Porn hin, wenn er Bock hat. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Wie gesagt, die meisten sagen, das ist bestimmt scheiße und das andere bauen das viel cooler und die machen das breit. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum ich so ein Auto breit machen sollte. Passt ja genug Grad drunter, gell? Guckt ihr das mal an? Das ist der Hammer. Diamonds and gold, yeah. Diamonds and gold, yeah, yeah. Diamonds and gold, yeah. Diamonds and gold, hey. Hang on my neck, yeah. Down to my chest, hey. I know the best, yeah. All this yen I collect, yeah. Diamonds and gold, yeah. Diamonds and gold, yeah, yeah. Diamonds and gold, yeah. Diamonds and gold, yeah. Hang on my neck, yeah. Down to my chest, yeah. I know the best, yeah. All this yen I collect, yeah, 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 yeah. Das ist, wenn du richtig hier Porsche fahren willst. Aber kein Geld fürs Tanken hast. Mensch, ich kenne mich mit dem Auto nicht aus. Nur ich weiß, wie das ist. Also bei 3 Liter Diesel, wenn man die chippt, gell, dann sagt der Chipper immer, oh, du bist so und so oft mit Reserve rumgefahren, das ist nicht so gut. Und ich weiß, bei richtigen Porsche, wenn Halit Halam Buhahik hier von RDL 2 losfährt und kauft Porsche, dann liest er immer aus, wie oft er überdreht war. Und wenn der aber quasi den hier kaufen würde, würde lesen, dass wir hier 30 Kilometer auf Reserve gefahren sind, dann dreht er durch. Da ich jetzt lieber noch mal 5 Liter rein. Ihr denkt jetzt, wieso fährt der Idiot los mit Kanister? Warum fährt er nicht gleich tanken? Ich bin jetzt losgelaufen und habe einen Kanister geholt, so lange wie das denn hier Aufnahmen gemacht hat. Deswegen konnte ich auch nicht tragen dazu. Aber wir haben auf jeden Fall glitzernde Felgen, wie wir schon wissen. Wir haben eine coole Tiefe. Und warum macht man Felgen glitzern? Wenn ihr euch die jetzt anguckt, leider haben wir hier eine extrem dunkle Wolke und die Felgen glitzern nicht, aber dass hier die Carbon-Scheiße ist so grünlich in den Luft eingittern. Und wenn man sich jetzt die Felgen anguckt, geh nochmal zurück, dann passt das ja so halbwegs zusammen. Und da muss man erstmal recht lange, sage ich mal, schauen, wie man, also bei Felgen mache ich mir immer Gedanken, wie die halt am coolsten wirken. Und das muss halt auch stimmig sein. Und da bin ich eigentlich recht eigen. Aber wenn die Felgensternfarbe zu den Carbonlaminierungen von den Lufteinlässen seitlich passt, finde ich es eigentlich recht cool. Also dann haben wir das Ziel nicht verfehlt, sage ich mal. Und wenn Film das denn jetzt hier reingeht, an den Spiegeln vorbei, dann zeigt die Mittelkonsole und die Asollenverkleidung und alles, okay. Dann sieht man, dass wir uns mit dem Thema Carbon auseinandergesetzt haben, obwohl das nur ein Boxster ist. Mittelkonsole finde ich extrem cool. Also die Mittelkonsole, das ist wirklich geil. Und wenn du drin sitzt und die komplette A-Säule halt Carbon ist, das ist, bleibt für immer ein Boxster, gell? Aber keine Ahnung, man kann ja einen coolen Boxster haben. Spoiler hinten ist auch hier Carbon-Scheiße. Fällt gar nicht auf. Rausgeschmissenes Geld vermutlich. Aber so ist es halt. Gell? Das ist ja wie mit Nike-Schuhen. Die kaufst du auch. Oder mit Nike-Schlüpfern. Gell? Die kaufst du auch und sagst dir, Mensch, habe ich Nike-Schlüpfer, aber am Ende sind sie ja eh nur für den Arsch. Also so ist es mit so einem Spoiler. Das sieht zwar cool aus, wenn du den in der Hand hast und sagst Carbon, aber ist eh nur für den Arsch.
Ja, ich darf nicht so viel reden. Ich gehe einfach weg, ohne einen Abspann zu machen. Ich muss das. Willst du vielleicht nochmal meinen geilen Helm filmen? Ja. Mit, wie ich quasi Sprit geholt habe. Soll ich das mal erklären, dass ich quasi mit meinem DDR-Helm in Verbindung mit dem Rucksack und dem Kinderquartier Sprit holen war. Aber den Helm kennen ja alle schon. Ich hab halt nur den. Was soll ich machen? Das ist der bequemste Helm, den man sich kaufen kann. Und da nehme ich den halt immer. Warum soll ich einen anderen nehmen? Klötz nicht übelst viele behindert an, wenn du mit so einem Quad fährst und hast so einen Helm offen. Ja, das fährt schon ganz schön krass. Mit kurzer Hose so und wenn du irgendwie so einen Helm auf hast, so offenen, das ist schon ganz schön windig so. Geil. Ja, gut. Ja, okay. Dustin hat jetzt mit mir geschimpft, weil ich keinen Übergang hingekriegt habe. Wie soll ich jetzt einen Übergang machen? Ich mache jetzt aber einen Abspann. Schön, dass ihr uns zuguckt habt. Wir vergessen nicht, dass heute Freitag ist. Freitag, der 24. Juli. Und am 26. Juli will Dustin bereits das Video fertig haben. Also, falls es nicht geschafft habt, entliked uns. Und falls es geschafft hat, dann abonniert die Glocke, hänselt euer Gretelchen. Was weiß ich, was man da alles machen muss, dass wir bei YouTube endlich mal erfolgreich haben. Kapituliert mit Schwarzen. Darf ich nicht? Ja. Seid links für immer. Seid einfach links. Seid für immer links. Hört links Musik. Oh, zeig mal her hier. Hier kommt krass. Sekrastian. Zeig mal her, guck mal. Macht jetzt bestimmt quer hier, Sekrastian. Alter, die Brille. Krasser Boy, er hat da so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Ich denke, Sekrastian macht es halt auch mit Schwestern von sich selbst. Das ist in der Familie. Macht's gut, Jungs, bis zum nächsten Mal. Und Mädchen. Da müssen go, yeah. Da müssen go, yeah.